Ein neuer Part, ein neues Glück. Hallo, liebe Leute, willkommen zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Es geht weiter bei dem schönen Spiel. Und wir sind immer noch hier bei Prima Paletti. Ich habe jetzt irgendwie noch keine Lust auf die neue Welt. Ich bin zwar hingegangen, um mir sie halt so ein bisschen anzugucken, aber irgendwie möchte ich gerne hier noch so ein bisschen halt alles so machen, wie halt in der ersten Welt. Ihr habt ja gesehen, im letzten Part hoffentlich, dass wir die Axt gefunden haben von Waldemar. Und jetzt machen wir uns irgendwie auf die Suche nach der Waldnymphe. Aber bevor wir das alles machen, würde ich gerne nochmal mein Team nochmal ein bisschen anpassen. Denn ich habe ja Rebella rausgenommen und die würde ich gerne doch wieder mit dabei haben, weil sie trägt ja gerade... Also sie ist ja gerade auf dem Thumbnail mit drauf und das würde ich erstmal gerne so beibehalten. Aber ich wechsle Rabbit Peach wieder zu Mario. Genau. So würde ich gerne erstmal das Team lassen. Luigi weiterhin. Guck mal da unten. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich trottel. Da steht es echt. Distanzkämpfer, Klingenmeisterin, Multitalent, Plagegeist, Beschützerin, Raufbold, Heilerin, Demotiviererin und Aufseher. Ja, da sieht man wirklich, dass jeder andere Dinger bekommen hat. Ich bin mal gespannt, was Rayman im DLC haben wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt sogar im Verlauf der DLCs sogar noch ein weiterer Charakter dazu, kann es sein. Aber den wollte man irgendwie jetzt noch nicht zeigen oder so. Also Rayman weiß man ja, dass der kommt. Aber es soll noch irgendjemand kommen. Oh, das wäre cool, wenn es Yoshi wäre. Wenn sie doch irgendwie Yoshi dazu packen würden. Weil das würde ich echt feiern. Weil Yoshi fehlt irgendwie. Ich finde, so alle anderen Charaktere sind halt alle da. Außerdem ist es ja auch nicht richtig, nett verteilt, sage ich jetzt mal so. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben ja Bowser, Peach, Mario und Luigi. Das sind vier Charaktere aus dem Mario-Universum. Und einfach mal fünf Charaktere aus dem Rabbit-Universum. Die Verteilung ist nicht ganz ordentlich, sage ich ganz ehrlich. Und wenn jetzt noch so vielleicht doch noch Yoshi kommen würde, das würde ich echt feiern. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein, machen die Prüfung. Und dann machen wir noch die nächsten beiden Aufgaben im Wald. Weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen. So, Prof. Stella. Willkommen. Oh, ihr seid alle verloren. Ihr seid sicher, dass ihr im Dimensionsdrift an einer Expedition teilnehmen wollt. Ich hafte nicht für die Folgen. So, dann wollen wir nochmal die Aufgabe erledigen, weil ich brauche noch ein paar Embleme, damit ich mir den Schlüssel kaufen kann. Ja, wir machen jetzt erstmal so gut wie es geht, halt nur 100%. Ob ich das schaffe, ist eine andere Frage, aber ich muss ja noch diese andere Aufgabe da erledigen, wo dieser riesengroße Geister im Wald ist. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Zwischenboss oder so. Oder ein geheimer Secret-Boss. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Besiege alle Gegner. Was haben wir denn hier? 26 Gegner. Okay. Gut, wir haben die Standard-Gegner. Standard. Wir haben überall Standard. Gut. Okay, dann los geht's. Thanks, Top Luigi. Los geht's. Erstmal die wichtigsten loswerden. Ich liebe dieses Geräusch, dieses. Ich bin wie so ein Huhn. Zack. Man erledigt. So leicht. So, Jungs, jetzt seid ihr mal dran. Damit es ein bisschen einfacher ist. Halt. Juhu! Ja, der hat ziemlich viel Leben. Der ist fast tot! So, nehmen wir das. Und Mario kommt nicht hoch. War das jetzt schlau, was ich gemacht habe? Nö, eigentlich nicht. Mal, wie weit kann ich ihn
Auch mit dir. Wie weit kann ich dich bewegen, Mario? Ja, auf jeden Fall weiter als gewohnt. Jo, nice. Okay. Ich komme nicht ran, schade. Oh yeah! Na, wenigstens einmal. Gut. Dann war es das erstmal. Alright! Oh yeah! Nein! Oh fuck! Richtig verschenkt. Richtig verschenkt gerade. Das ist ärgerlich. Ah, das Problem ist leider, Luigi ist gerade richtig ungeschützt. Ja. Aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich habe. Was machen die denn da? Komischer Weg, den die gehen. Die bleiben alle stehen. Die haben keinen Bock zu laufen. Der haut ab, ist auch klar. Die lachen ihm einfach mal aus, weil er sich den Hintern verbrannt hat. Ich glaub's ja nicht. Seid ihr irgendwann mal fertig? Danke. Boah, sie ist ja übelst weit im Arsch. Ich komme auch nicht raus hier. Hm. Ja gut, das ist halt das Problem bei ihr. Oh! Ja. Was war das? Ich Idiot! Oh, ver... Das noch dazu. Jetzt kann der gute Mario natürlich nicht mehr angreifen, aber ich hab den. Ich hab das voll verkackt. Boah, ich Idiot. Ja. Nice. Was ist das Ding? Das brauchen wir nicht. Machen wir erstmal. Das hier, ob das. Vorsichtshalber lieber. Ah, ich hab den Goomba falsch geworfen. Verdammt. Ich Idiot. Oh, der kleine Goomba macht einfach 757 Schaden. Ah, das dauert immer wieder Ewigkeiten. Gut, aber die kommen nicht ran. Doch, er kommt ran. Lalala. Und ihr so? Was bei euch? Ist der denn gerade gelaufen? Bleibt doch mal bitte jetzt alle stehen. Ja. Hört doch mal auf, steh. Lauf doch nicht immer. Hört auf zu laufen. Okay. So. Ich muss auf jeden Fall erstmal diesen Goomba loswerden, aber. Ah, wo ist sie denn jetzt? Sie kann sich immer noch nicht richtig. Sie ist immer noch nicht da! Warte mal, halt. Warte mal, ich muss sie mal ein bisschen näher bringen. Nein! Ich komme mit ihr nicht ran! Ach Mann! Ja, schönen guten Tag. Ich darf mal hier durch, danke. Ja, warte mal. Na? Ich muss sie unbedingt ein bisschen näher rankriegen. Ja. Und. Damit sie auch mal ein bisschen angreifen kann. Ja. So. Nein, 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 bitte nicht. Komm schon. Nein! Ich komme mit dir nicht ran. Ach Mann, oh. Oh, es ist ärgerlich. Okidoki. Ich komme mit ihr nicht ran, Mann! Ah, oh, toll.
Oh Mann, 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 Mann. Muss ich anders machen? Ey, viel Schaden wird das nicht machen. Na, wenigstens hat das funktioniert. So. Warte mal, halt. Nein, 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 geht ja noch nicht. Ich komme mit niemanden ran. Nein. Gut, wieder warten. Nein! Oh, scheiße. Oh. Ich glaube, wenn ich nicht aufpasse, könnte Mario sogar sterben. Ja. Ja, Mario könnte jetzt sterben. Noch näher. Danke. Vielen Dank. Ja, noch näher zu den Gegnern, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt kann der auch angreifen. Ey, habt ihr das... Mario ist durch das gesamte Feld bewegt worden. Ärgerlich. Ja. Wo kann ich dich rauswerfen? Oh. Ich muss erstmal Mario heilen. So, einmal das. Das war echt gemein. Oh. Und ich kann immer noch nicht dieses Ding einsetzen. So, wo ist Luigi? Was mit dir? Das ist mal weg. Ah, ich komme nicht mit Luigi da irgendwie ran. Ach, Mann, Alter. Jawohl, der ist tot. Nimm das! So, du musst dann noch angreifen kommen. Das echt überlebt. Oh, das gibt's doch echt nicht. So. Ja gut, ich muss hier ein bisschen schlauer spielen diesmal. Ah, geil. Der ist gestorben. Oh oh. Jawohl, toll. Die ganze Zeit im Kampf nicht teilgenommen und schon ist sie tot. Ach, komm schon. Das gibt, ich hätte sie nicht mitnehmen. Ich hätte Bowser mitnehmen müssen. Bleib doch bitte in der Nähe, dass ich wenigstens mal diesen geil Sparkle einsetzen kann. Bleib in der Nähe, bleib in der Nähe, bleib in der Nähe. Ja, super. Ich hätte ihm irgendwie einen Feuergeist geben müssen oder sowas, dass er nicht die ganze Zeit rumrennt. Oh. Bist du vergiftet oder was? Ach, mein Gott. So. Jetzt kriegt ihr volle Kadavers auf hier. So. So. Boom. Erledigt. Okidoki. So. Jetzt kann ich ihn zwar nicht mehr heilen, aber ist auch nicht so schlimm.
hinten sind so viele. Wird ein bisschen schwer werden, weil Luigi ja auch, Luigi hält zwar nicht viel aus, aber... Nicht der! Ach man! Warum dürfen die Kumpas immer zuerst laufen? Ja gut, weil sie ja nicht die Schwächsten sind, aber... Oh, ist das gemein. Warum immer die Gumbas? Oh. Ja, der kriegt die ganze Schaden, weil er halt die ganze Zeit hin und her geworfen wird. Ah, der greift nicht an, danke. So. Es sind noch 10 Gegner, die ich noch erledigen muss. Erstmal ganz kurz was. Ich muss was. Ich muss was essen. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja Rebella eigentlich ziemlich cool vom Charakter her. Aber so richtig stark ist er auch nicht. So, einmal kurz Schlammi. Schlammi-Attacke. Ich bringt das hier nichts. Ich kann ihn mal angreifen. Mann. Ich komme an den ran. Yes. Nein. Ja, das war kacke. Und die Typen sind immer noch da. Natürlich kommt er ran. Es ist so, blöde, dass du keinen anderen Typen sozusagen gehört hast. Es fehlt ja ein Charakter. Ja, nochmal. Jawoll, schön. Ja, total falsch angefangen. Richtig blöde, beschissen angefangen. Oh. Ja. Welt. Das ist schlauer. Ja, den töten. Zack. Eins. Zwei. Oh, wie greifst du an? Oh, du solltest den Dicken angreifen. Oh, er soll den Dicken angreifen. So. Natürlich. Mann, das ist hier wirklich ein harter Kampf. Aber... Ja, fast fertig sein. Der letzte! Und gewonnen! Die Brüder haben gewonnen! Die Brüder haben es geschafft! Jawoll! Level 22, nice. Ja, ich habe nicht gut gespielt. Ich hätte mit Rebella anders spielen müssen. Gut gemacht. Wollt ihr noch mal? Nein. Never ever again bei dir. Erstmal. Möglich. Das hat mir auch gerade ausgereicht hier. Okay. Ja, dann war's das wieder für heute. Zwei nervige Missionen auf jeden Fall erledigt. Und jetzt kommen die nächsten nervigen. Oh, cool. Ich habe auf jeden Fall Fähigkeiten-Dinger bekommen. Es ist sehr angenehm, dass man sich nicht um diese Fähigkeiten-Dinger kümmern muss, weil das Spiel, glaube ich, schon einen sehr gut da führen kann. Aber trotzdem, man muss auch ein bisschen aufpassen. So, wo ist denn jetzt eigentlich... Ich will nur ganz kurz gucken, wo das nächste Ding ist. Danach beende ich den Part. Gut, hier haben wir alle, außer das. Das wollen wir noch holen. Hier ist noch eine. Hier ist die Nymphe. Ein Traum für Waldnymphen. Und hier haben wir noch eine Aufgabe. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und wir werden auf jeden Fall hier die Welt schön weiter komplettieren. Es sind noch einige Aufgaben zu erledigen. Aber ich denke mal, das werden wir dann auch im nächsten Part gut in Angriff nehmen können. Dann sage ich wieder Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.